Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 22.09.2023. Und zum Donnerstag sind hier die Bulle abgeschmiert. Er ist einmal von Bord gesprungen, rein ins Wasser, frische Abkühlung sich holen. Das ist immer wieder schön unser Bild. wir haben gestern noch drüber gesprochen, ja. Man hat gesagt, sehr offensichtlich Short. Muss man gucken, wie die Leute auch reagieren. Das kriegt er eigentlich meistens nur hin, wenn er Abwärtsgap macht. Und dann die Leute, die Short wollen, aber durch Abwärtsgap bedingt einfach Long handeln. Ich denke, so wie er es gemacht hat, hier zumindest auch mit dem Hochdrücken grüne Stundenkerze zu beginnen. Halt, ich bin hier im H1, wir gehen auf H2. Grüne Stundenkerze nach oben drücken. Zu Beginn rein an den Gap, Close Gap. Haargenau auf dem Mikrometer zugemacht, wieder abgestoßen. Das hat eigentlich schön ins Bild gepasst. Unten hat er ein bisschen irritiert, an der 5,50 eine grüne Stundenkerze gezogen. Sozusagen ein Long-Signal gewesen. Also wer da auch immer auf das achtet, was ich sage und das hier versucht hat anzuwenden, was dann nicht geklappt hat, fände ich jetzt nicht schlimm. Also man braucht sich keine Sorgen machen, dass man da was falsch verstanden hat. Wer da jetzt auf 55 einen Long probiert hat, nachdem diese grüne Konterkerze kam, ich denke, das ist vollkommen legitim gewesen, aber man muss dann eben auch unterm neuen tiefen Stop-Loss ziehen. Ja, wenn man so ein Setup probiert und dann eben rausgehen. Ja, es gibt viele Donnerstage, wir haben sehr viele Donnerstage immer im DAX, die eben auf so eine sitzt, auch vom Timing her, das hat super gepasst, aber hat es nicht angenommen, hat es halt einfach nicht angenommen. Ne? Das gehört dann in dem Moment auch dazu. Was er schön angenommen hat, war hier dieses Hoch, ne? Da haben wir auch unsere Lisa dann Short reinsetzen lassen, als er sich hier von 6,95 richtig schön runtergedreht hat. Das hat auch gut reingepasst. Insgesamt halt das, was wir gestern gesagt haben. Wenn der unter 700 bleibt, kann der richtig unten eskalieren. Ne, wir hatten ja gestern zwei so eine Kästchen reingemalt. So in etwa hat man das gemacht. Ich bin nicht so der Freund jetzt hier von diesen Kästchen. Ich würde fast denken, da kommt mehr. Wollte es bloß nochmal sagen, ne? Wir hatten hier gesagt, 460 wäre das Ziel von den zwei Bewegungswellen dann. Müsste man aber gucken, das ist nicht ganz stimmig, auch mit dieser schnellen Bewegung. Das passt mir ja nicht so richtig rein. Also sollte man das vielleicht der Abschuss, ein Krepierer hier, eine Welle, die hier nicht noch drüber vorher verendet ist, aber schon als Abschlusswelle, dann wird das vielleicht noch Sinn ergeben, aber dann müssen jetzt hier auch fünf nach unten kommen. Davon haben wir jetzt erst die erste, die zweite, die dritte, dann könnte man eine vierte, eine fünfte kommen. Müssen wir ein bisschen gucken, deswegen bin ich jetzt gar nicht so der Freund davon, hier das Kästchen anzulegen, weil wir auf neuen Tief sind. Ja, da ein ABC auf ein neues Tief hinzudichten in Trendrichtung ist eher unüblich. Ja, würde man eher mit einem 1, 2, 3, 4, 5 dann wieder anfangen zu zählen, also mit einem größeren Schlag, der dann auch mehr kommen kann. Wir nehmen aber trotzdem zur Kenntnis, die 460 ist jetzt erstmal wichtig. Hatten auch die 460 ja in der gestrigen Analyse schon mal besprochen, als mögliches Ziel eben hier unten, wenn er unter 700 weiter treibt. Wir hatten gesagt, für Longs danach müsste über 37, das war ja überhaupt nicht. Von daher ist er dort entsprechend raus. Also ich sag mal hier, diese kleine Umkehrkerze, 55. Der ist ja nicht ohne Grund da so hochgezogen. Er hat schon gewusst, was er da gemacht hat. War eine schöne Stelle, um den Konter zu probieren. Aber die Käufer waren einfach zu schwach. Ja, muss man so auch einfach festhalten. Ne? Die haben Konter probiert, haben das Konter-Signal gestellt, aber da kam keiner mehr, der gesagt hat, jo, los, lass kaufen, das sieht gut aus. Die haben alle verkauft und dann ging die Bude hier wieder nach unten und noch tiefer. Jetzt kommt die nächste interessante Stelle bei der 460. Ja, das wäre nochmal so ein Ding für einen Freitag. Ja, früh einmal da kurz drunter und wenn der das dann direkt wieder nach oben anzieht, dann können wir schon wieder mal einen Doppelboden reden. Ja, Doppelboden im DAX, wenn er sowas anspielt, immer hellhörig sein. Ich würde nicht an jeden tiefen Doppelboden unterstellen. Also ich würde da jetzt nicht instinktiv pauschal einfach long gegenklopfen, nur weil er auf den 460 kommt. Aber wenn er sich von dort gut wegarbeitet, wäre das auch eine Möglichkeit, antizyklisch zu probieren, hier einen Trade reinzusetzen. Noch dazu und dann mit den zwei gleich langen Wellen. Wenn das anspielt, wenn der DAX das wirklich annimmt und von dort nach oben treibt, hätte er definitiv gutes Zeug, also ich sag mal 6,30 Minimum zu erreichen. Ja? Könnte sogar mehr werden, könnte sogar nochmal 8,40, 8,60 werden. Aber das wäre jetzt die wichtige Stelle. Hackt er da früh kurz drunter, stabilisiert sich dann aber sichtlich und drückt gut nach oben, dann würde ich den auch bis Abend einfach noch drücken lassen. Ja, weil wie gesagt, 6,30, selbst 8,40, das wäre erreichbar, würde ein bisschen komisch aussehen, aber das wirkt nur Stand jetzt so komisch. Glaubt mir mal, wenn er das morgen gemacht hat, sieht das total stimmig dann aus. Ja, dann sagt man, oh, ein Doppelboden, das sieht gut aus. Und alle denken sich am Vortag, die komplett short getrimmt waren, ja, warum habe ich das nicht gesehen? Ja, das ist auch üblich. Aber nochmal,
Es muss auch wirklich so kommen. Ich sage nicht, dass das so kommt. Ja, es ist eher eine Bedingung. Wenn der Markt das unten anspielt und dort wirklich sichtbar das neue Tief nicht verkauft, sondern annimmt, dann sind diese Erholungsziele erreichbar. Nur dann. Wenn du das nicht annimmst und er fällt dir einfach durch wie so ein Sack, dann ist da jede weitere rote Stundenkerze ein Short-Signal. Ja, nicht ein Long-Signal, ein Short-Signal. Ja, so wie wir das gestern gesagt haben, unter 700 Übertreibungspotenzial und 700 Übertreibungsmöglichkeiten. Und das geht nicht schon mal bis 460, Freunde. Ja, wir haben hier dann als nächstes 380, 360. Dann haben wir hier unten 285. Dann haben wir hier unten 1,26. Wir hatten hier mal drüber gesprochen, gestern glaube ich schon, wenn der DAX ein Pullback auf die Trendlinie machen würde, das hat er ja im M5 ähnliches Bild gemacht, ähnliches Muster, da hat er auch dann so hinten raus nochmal ziemlich krass weit runter gehackt. Der müsste man gucken, wann der ankommt. Ganz früh ist er bei 2,50 bis spät abends bei 200 haben wir hier noch eine Trendlinie. Wäre vielleicht auch ein schönes Bewegungsziel, wenn er sich wirklich einfach zum Freitag fallen lässt, roten Freitag da durchschiebt. Ja, und ich denke, wenn es ein positiver Freitag werden soll, dann müsste er wirklich früh nur kurz hier drunter auf 460 neues Verlaufstief setzen und dann Umkehr. Gleich stabilisieren. Der muss dann nicht losrennen wie ein Bekloppter, ja, aber der muss ganz klar und deutlich signalisieren, dass er das neue Tief nicht annimmt, dass er das stabilisiert, ja. Das werdet ihr sehen, das werdet ihr auch ohne Erfahrung und ohne viel Hintergrundwissen erkennen, ob der sich stabilisiert und nicht. Und wenn der schwach aussieht und einfach nur weiter nach unten kleckert, dann ist das keine Stabilisierung. Ja, mit jedem weiteren Tief bestätigt er eigentlich die Abwärtstrendrichtung und kann dann eben hier noch die nächsten Bereiche erreichen. Ja, vergesst auch nicht bei 360 noch so ein offenes Gap. Gaps, alte Gaps zumachen, mag unser DAX fast genauso gerne wie angespielte Doppelböden ausspielen. Ja, sollte man auch immer mal ein bisschen drauf achten. 360, 360, 460, ja, und wie gesagt, ansonsten wird es dann hier unten auch wieder richtig interessant. 200, 285, 200 und dann hier so Bereich um 1,30. Das ist auch noch ein offenes Gap. Ah, das sind so die unteren Ziele und wie gesagt, wenn er früh anreißt, direkt umdreht, ruhig ich erstmal eine 6,30 anpeilen. Aber da ist auch, der dürfte sogar über das Hoch dann. Das würde er aber erst Montag machen. Das würde er Freitag noch nicht schaffen. Würde sich dann Freitag, keine Ahnung, hier noch 7,20 hinstellen, 7,50, wenn er positiv notiert. Und dann wurden da nochmal reinspritzen in die 8,60. Dann denken wieder alle, ach, ist alles vorbei und kehrt und dann dreht er wieder runter. So, das ist der Blick. Gucken wir noch im Tageschart. Hier hängen wir jetzt aus dem Band raus und unter der 200-Tage-Linie. Ist auch interessant. Habt aber von mir schon gehört, der Erstkontakt mit der 200-Tage-Linie endet in der Regel immer mit einem Tagesschluss runter. Das ist auch ein kleines Kavumschitz-Gesetz, möchte ich fast behaupten. Da sprechen sonst nicht so viele drüber. Die sehen immer die 200-Tage-Linie als Reaktionsziel, wollen dann da immer long traden. Hab mir früher mal gefragt, warum machen die das alle? Das funktioniert dann nie. Und das hat sich seitdem auch nicht verändert. Ne? Seitdem ich da die ersten Mal immer drauf geachtet habe, ist da keine neue Regelmäßigkeit reinkommen. Das macht er fast immer. Erstkontakt dann erstmal wieder drunter schließen. Dann müsste der Xetra das jetzt auch noch nachbilden. Dort ist ja noch wichtiger, ja, dass man hier wirklich schreien kann: Oh, da ist noch 200-Tage-Linien zurückgefallen. Crasht jetzt die Börse wegen den gleichgebliebenen Zinsen in der Fed. Wow. Und sobald die ganzen Nachrichten raus sind, kommen erstmal wieder 3, 4 Tage Erholung und dann kommt nochmal eine Schippe nach unten hinterher. Pfeil lässt erahnen, wo es hingehen kann. Muss man jetzt nicht ins Detail gehen, gucken wir uns dann an. Kurzfristigen Ziele haben wir erstmal besprochen. Und ja, würde ich sagen, lassen wir dabei. Und ja, Rest dürfte auch bekannt sein. Ich mach dann jetzt Seminarzeugs noch fertig. Wir haben jetzt ganze Wochenende Seminar. Seid mir nicht böse, wenn die Sonntagsanalyse auch ein bisschen später kommt. Ich versuche das mal mit den Teilnehmern im Seminar zusammen zu machen. Ja, wir haben aber eine ganze Weile Seminar und ich habe auch keine Luft dazwischen. Ja, also das geht dann wirklich von Samstag früh mit Vorbereitung. Kannst du eigentlich sagen, Freitagnachmittag los für mich. Bis Sonntag, letzte Rille. Dann noch Analyse raus. Da ist auch keine Zeit für irgendwelche Mails noch zwischendurch und so. Ne? Habt das ein bisschen im Hinterkopf, wenn der irgendwie was von mir wollt. Gut, ja, Freunde, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Freitag, gutes Gelingen und dann hören wir uns ansonsten am Sonntagabend wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin, tschüss.